Mann, jetzt sind wir schon weiter. Oh. Oh. Da oben ist noch so eine Dingens. Ja, also ich brauche eigentlich Muni. So gesehen. Weil die Waffe ist scheiße. Und im Nahkampf möchte ich mich nicht mit denen messen. Gott. Fast anspruchsvoll hier. Wer hat den Schwierigkeitsgrad aufgedreht? Naja, eigentlich ist es eher künstlich durch Munimangel, aber ja. Ich will auch die Waffe haben. Stattdessen mache ich sowas, ey. Bullshit. Oh. Ah, okay, das war schon das Levelende. Ja, also war ich ziemlich oft ziemlich nah am Ende. Und jetzt machen wir noch eine Mission in diesem Part. Scharfschützengewehr. Schrotgewehr, Plasmapistole. Was ist nochmal die Plasmapistole? Die ist scheiße, ne? Ja. Schützen Sie den Techniker, während er das Blutsväterbauwerk deaktiviert. Nice. Beschützen wir ihn. Wo ist er? Wo ist er? Oh, schon näher. Oh, jetzt kann ich snipern. Holy! Okay. Oh, eine Dual-Kiste. Ich brauche Feuerschutz. Ich brauche Feuerschutz. Ey! Hey, hier. So langsam wird's. Steck ein. Ich brauche Hilfe. Könnt ihr aufhören, mir auf den Sack zu gehen, bitte? Ja, nee. Auch Alien-Gedöns. Ich brauche hier Hilfe. Hat Probleme damit. Oh Gott, der Techniker ist schon fast tot. Erledigt. Ziel erreicht. Schrotflinte tauschen wir mal direkt aus. Gegen die Dual Pistol. Jetzt muss ich nur noch überleben, lol. Da die Dual Pistol relativ geil ist. Das heißt, sie relativ, die ist ohne Scheiß, die ist richtig meine Lieblingswaffe. Ja, es sind keine Dual Pistols, aber es sind so kleine SMGs. Feindkontakt! Das
Was will der bei mir im Nahkampf? Haben zwar Fernkampfwaffen, aber wollen sich mit mir duellieren im Nahkampf. Klar, ey. Zwar einen riesigen roten Laser als Waffe, aber hey. Lieber mit dem Kolben des Gewehrs auf mich einschlagen, anstatt mit dem krassen Laser. Aber soll mir recht sein. Boah, das geht auch. Gewesen. Ah! Mich erschlagen. Relativ schlechte Idee von mir. Feindkontakt. Die Kamera zoomt ein bisschen raus. Ey! Ist ein Gegner. Na gut, steigen wir aus. Sichern Sie das Gebiet, ach so. Na gut. Das war's. Alter. Schon relativ praktisch, muss ich schon sagen. Ich brauche Feuerschutz. Oh Gott, Muni alle. Zoom out. Sieht gut aus. Ja, ich weiß. Heiße Sekunden, ey. Können mich mal. Ich brauche hier Hilfe! So gut wie geschafft. Ich brauche Feuerschutz! Ich brauche hier Hilfe! Komm, ey. Ja, überleben wir mal so lange. Gott, ist das schwierig. Der Strahl ist so dünn. Relativ schwierig zu treffen. Ah! Zack! Oh! Nicht schon wieder! Ich hasse es! Es geht mir... Oh! Geht mir so auf den Sack, ey! Hier, stirb, stirb! Du auch! Stirb, stirb! Wo ist hier noch ein Gegner? Stirb, 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 stirb. Gut gemacht. Ich brauche Feuerschutz.
Kühl doch schneller ab! Ja. 30 Sekunden, 35 Sekunden. Ist ja wohl machbar jetzt. Hier, da kommt der. Zack. 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 Und in der Regel überlebt der da. Was sind das für gelbe Gegner, ey? Die sehen voll hässlich aus. Ich frag mich, wie die im richtigen Spiel aussehen. Auch so scheiße. Ja, gut gemacht. Erledigt. 2 Minuten überleben, ohne dass dieses Ding mit mir zusammen explodiert. So gesehen ist das ja nicht mal so schwer. Die Roten machen aber ganz schön viel Schaden, ne? Gott, ich sollte langsam aussteigen. Das Risiko hier drin ist zu hoch. Ich steig aus. Eine Minute muss ich hier auch überleben. So langsam wird's. Unsere Chance! Ja, Mann! Ich bin fucking Sniper! Oh ja, das stimmt. Wow, sogar durchs Schild, ey. Wie geil ist das denn? Ich hab's doch jetzt geschafft. Ha, Mission erfolgreich. Ja, eine relativ schwere Geburt. Obwohl Spartan Davis das Gerät deaktivieren konnte, war Dreyfus 5 nie wieder derselbe sichere Planet wie zuvor. Spartan Palmer kämpfte plötzlich nicht mehr nur gegen Allianzhorden. Sie musste eine Evakuierung leiten. Da während des ersten Angriffs so viele UNSC-Schiffe zerstört wurden, musste sie einen anderen Weg finden, den Planeten zu evakuieren. Eine weibliche? Spartanerin? Na gut, im nächsten Part spielen wir weiter mit dem Kapitel D. Die zweite Hälfte des Spiels hat angefangen. Wir haben also die Hälfte schon geschafft. D, E, F kommt dann noch mit jeweils 5 Kapiteln, 5 Missionen. Also noch 15 Missionen vor uns. 3 mal 5. 15. Also einem wird auch ein bisschen Mathe beigebracht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part.